Hallo und herzlich willkommen bei einem Angespielt-Video zu Last Epoch. Ich habe jetzt über 100 Stunden gespielt und ich finde es wirklich ein super Action-Rollenspiel Hack and Slay, dass es sich lohnt, mal zu spielen. Und ja, ich bin jetzt schon in, ich weiß nicht welchen Akt, es wird nicht so angezeigt, aber eigentlich recht weit und habe einfach mal durchgerascht, weil ich ein paar Items schon hatte. Aber noch nicht so die, ja, für den Beastmaster die Items. Also den Arboral-Circuit, der eigentlich sehr gut hilft, weil er die Gegner ablenkt mit dem Baum Illusory Tree. Und er macht einfach mega viel Spaß, weil man muss wirklich mehrere Knöpfe drücken, eigentlich alle, die hier unten sind. Also ja, natürlich die linke Maustaste. Und man hat einfach auch echt Reinhaut, Minions, dass sie wirklich stark sind. Also ihr seht, die sind sofort eigentlich tot. Und ja, eigentlich auch nicht so itemabhängig sind. Also die Klasse ist eigentlich nicht itemabhängig. Also jetzt gerade der Bild. Und ja, macht echt viel Spaß. Bosse sind eigentlich auch schon recht schnell gelegt. Und trotzdem ist der Schwierigkeitsgrad nicht so leicht, weil ich habe jetzt noch nicht so viel Defensiv auf mich selber. Ich heile zwar schnell, aber nicht gerade so, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich kann wirklich tanken. Und ich probiere jetzt mal Armor Shred aus mit dem Totem. Weil der Totem bekommt, glaube ich, auch die Bonis von den Minion Damage Items und so Sachen. Deshalb muss ich den mal anstelle des Bären. Der Bären ist natürlich ein Tank, aber die anderen sind eigentlich auch gute Tank noch. Also ich kann mich immer wieder umskillen. Das ist das Gute an diesem Spiel. Und es macht einfach Spaß, ein bisschen jetzt dasselbe auszuprobieren. Es gibt jetzt nicht so viele Guides noch, wo man kann sagen, ja, man muss dann die richten und nicht dann nicht selber irgendwas raussuchen oder so. Das Spiel hat wirklich sehr viele Freiheiten beim Charakterdesign. Wegen auch den Skillbäumen hier bei Skills. Könnt ihr hier oben Skillbäume auswählen, also eine Fähigkeit zuweisen. Und dort die Skillbäume skillen, wie ihr wollt. Das ist eigentlich recht groß. Und hier habe ich jetzt einfach auf mehr Wölfe mal gemacht. Und dann erst auf mehr Stärke oder so. Also stärkere Wölfe. Was ich nicht so gerne habe, sind so Skills wie da Proc, also dass ich irgendwelche Sachen procke wie Lightning Strike, genau. Weil ich vor allem jetzt momentan auf physischen Schaden gehe. Und da jetzt nicht so elementar, ja, nebenbei machen will, weil die recht schwach sind, wenn man sie jetzt nicht unbedingt so skillt. Die Items vor allem halt einfach auf Physical Damage, also increase Minion Physical Damage gehe. Oh. Das ist schon der Boss. Muss ich gar nicht mehr. Ich habe ja längere Zeit jetzt nicht mehr gespielt, weil jetzt gerade kein Update so richtig kam. Außer den Skorpion, der ist neu. Und jetzt kommt dann bald noch der Raptor. Und der würde eigentlich ziemlich mich motivieren, nochmals süchtiger zu werden. Ich bin ja jetzt eigentlich seit ein paar Tagen schon wieder süchtig. Wie geht nicht mehr. Es macht einfach mega Spaß, das Spiel. Und eventuell mache ich auch Videos, wo ich ein bisschen die Kritikpunkte raussuche für die Entwickler. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen etwas negativ sage. Also negativ ist meistens, dass man irgendwo an den Items, also den Gegenständen auf der Map, hängen bleibt oder an den Minions hängen bleibt. Und ja, dass halt das Item Finding nicht gerade so gut ist. Also man droppt manchmal, ja, Akte weiß keine Uniques oder immer das gleiche Unique oder ja, es ist noch nicht so ausgereift, es ist halt noch in den Kinderschuhen. Die Engine ist halt auch noch nicht so gut. Also wenn man startet, dann hat man einfach ein Inventar, also das Inventar offen, kann es nicht schließen. Dann muss man ein bisschen warten und dann geht das Inventar automatisch weg. Und dann kann man auch, ja, reisen oder, ja, andere Menüs aufmachen und so weiter. Also es geht ungefähr so, sagen wir, 10 Sekunden, bis es mal alles geladen hat. Es hat eine langsame Engine. Ich weiß nicht, was es ist. Ah, Unity Engine, glaube ich.
Das darf mir gerne jemand in die Kommentare schreiben, was ich jetzt hier so ja, falsch sagen könnte oder so, ist klar. Ist halt nicht so leicht, so also etwas rauszusuchen und jetzt auch korrekt zu sagen. Also nicht wundern, wenn ich es halt jetzt falsch gesagt habe, aber ich glaube, es ist schon die Unity Engine. Ich kenne sie halt auch schon ein bisschen. Und ja, und der Entwickler ist eigentlich sehr nett beim ja, sich verbessern. Also sie tun eigentlich wirklich immer die Fans einbeziehen, was jetzt so ja, schlecht noch am Spiel ist oder gerade ein bisschen stinkt oder unbalanciert ist. Sie gehen wirklich mit den ja, Spielen ein und verbessern so das Spiel. Sind also nicht so ja, asozial oder passiv oder so. Sind wirklich tolle Entwickler. Leider alles auf Englisch, das ist klar. Okay. Bei einem Nova stehe ich jetzt noch nicht so, weil man die Nova noch nicht so gut sehen kann. Kann ich das jetzt noch nicht so sagen, ob das jetzt wirklich gut ist. Aber der Skorpion wird auch nicht so angegriffen, deshalb kann ich das noch nicht sagen. Also ich sehe es nicht, ich sehe eigentlich kaum Ding. Und hier habe ich irgendwie Performance-Probleme. 37 FPS geht noch. Aber ich habe sonst eigentlich immer 60 FPS. Je nach Gebiet habe ich wenige. Keine Ahnung. Ist der Wüstensand so anforderlich? Irgendwas. Und ich bin leider immer noch krank, also tut mir leid, wenn ich ein bisschen räuspern muss. Immer noch diese Allergie auf irgendwas, auf die trockene Luft oder so. Ja, ich weiß, dass das Gebiet, also jetzt momentan die Gebiete eigentlich immer schwer werden, dass der Schwierigkeitsgrad in diesem Akt jetzt gerade stark ansteigt. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig. Komm, wir gehen raus aus dem Gebiet. Das wird ein bisschen performance-problematisch. So. Das sollte besser laufen. Ja, jetzt habe ich wieder 60 FPS, gut. Also, und hier skillen wir ja Armor Shred. Oder Shred Armor. Also, mir gefällt das Spiel und könnte jetzt noch lange ein Video machen. Ich werde auch natürlich mehr Gameplay-Videos dann bringen. Aber, ich habe Motivation. Also, es ist. Und ihr wollt es auch sehen, habe ich beim Livestream gesehen. Also ich habe einen Livestream, wie ich immer mache, von Twitch auf YouTube hochgeladen. So werden zwar immer weniger live kommen, weil sie wissen ja, das Video kommt sowieso online und dann können sie durchschauen. Ich mache sowieso eigentlich spannende Videos, also Livestreams und nicht immer die ganze Zeit warten und so. Und ja, als ich es hochgeladen habe, habe ich schon die ersten Aufrufe bekommen. Also es wird angeschaut und deshalb finde ich mache echt viele Videos jetzt. Also, ja, solange es ankommt, natürlich. Also, ich möchte jetzt auch nicht umsonst irgendwelche Videos machen. Aber, ja, Dankeschön dafür, vor allem. Und, ja, gesundheitlich geht es mir wahrscheinlich auch bald wieder besser. Und dann kommen sowieso wieder mehr Livestreams und Videos. Ja, das mit dem Effekt wäre nicht gut, nicht schlecht, aber ich setze noch nicht so viel ein, weil ich ein bisschen Mana-Probleme habe, wenn ich viele Skills auf einmal einsetze. Oh, echt schnell. Also noch die Lone-Gegner, also die mit wenig Leben. Das Skelett muss irgendwie noch ein bisschen besser. Aber man merkt irgendwie den Armor-Shred, habt ihr das auch mitbekommen? Das ist ja krass, weil die Skorpione haben recht viel Armor. Denke ich mal. Wegen der Kruste. Chitin. Jetzt werden wir wieder nach unten gezogen. Das ist auch noch so ein Problem. Die Minions haben zu großen AOE, also Radius, wo sie aggro werden auf die Gegner. Da muss ich natürlich immer mit den Minions mitgehen. Aber, dafür killt er auch ein bisschen schneller als andere Charakterklassen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Feuerball-Sorg gespielt oder Sorcerer, sein R. Und der hat eigentlich nicht ganz so viel Schaden hier gemacht.
obwohl er auch Burning Damage macht und Crit. Ist eigentlich jetzt der Beste in Master schon ziemlich viel schneller. Das ist eigentlich cool. So macht das Spiel natürlich auch viel mehr Spaß. Es ist ein bisschen langsamer als Path of Exile oder Diablo 3, aber dafür ist es auch um einiges interessanter zu spielen. Also wenn ich jetzt sagen würde, zwischen Diablo 3, Path of Exile und Last Epoch, macht Last Epoch um Mengen viel mehr Spaß. Auch weil es neu ist. Es ist halt einfach so, ich spiele halt Action-Rollenspiele immer, ja, von Anfang an, also von der Alpha bis zum Fertigstellen vom Spiel, also wenn es nicht mehr weiter gepatcht wird, eigentlich immer durchgehend, weil ich so ein Action-Rollenspiel-Fan bin. Also ein Hack-and-Slay-Fan, das ist ja nochmals eine Gruppierung unten drunter. Es gibt ja auch Action-Rollenspiele wie zum Beispiel Dark Souls oder so, die ja einen ganz anderen Playstyle haben, wo ich eher nicht so mag. Bin ja auch keiner, der unbedingt es mega schwer braucht. Ich eher Spaß habe, wenn ich ein bisschen overpowered bin oder so. Oder einfach auch ja ziemlich gleich auf die Gegner bin. Macht auch natürlich Spaß. Motiviert natürlich mehr. Und das ist eigentlich Last Epoch eigentlich genau gut für mich, weil von Gebiet zu Gebiet eigentlich der Schwierigkeitsgrad so steigt, dass man immer wieder ein bisschen Probleme hat und taktisch irgendwie etwas ändern muss oder ja, ein bisschen die Resistenzen hochtreiben. Finde ich richtig toll. Und jetzt habe ich wirklich kaum Resistenzen. Ich merke es, wenn ich mal getroffen werde, dass ich doch viel Schaden bekomme. Das muss ich jetzt wieder ein bisschen besser machen, weil es gibt die Arenen und die Maps sozusagen. Mit Bonis, da hauen die Gegner natürlich mit den Bonis schon recht rein. Also das müsst ihr wahrscheinlich jetzt in diesem Kampagnenstand schon langsam gemacht haben. Wenn man mal auf die Map schaut, bin ich eigentlich fast fertig. War irgendwie überall, also die blauen Punkte sind so, wo ich die Waypoints schon habe. Das muss ich noch machen hier unten. Hier hat es gar keine Waypoints. Und hier hat es auch noch keine. Das sind eigentlich nur die zwei Zeitzonen. Ja, und hier habe ich alles. Okay. Und diese kleinen, ja, Geister nerven, die tauchen immer wieder auf. Das sind gute gekappt, mal Minions. Einfach mal alles raushauen. Es gerade viele Gegner hat. Und sogar dasselbe Zahntiger, den ich nicht geskillt habe, also nur auf den Slot getan habe, der hat auch schon rein. Das ist einfach krass. Okay, ich habe die Passiven, also alles eigentlich auf Minion Damage gemacht. Weil ich auch ein bisschen am rausfinden bin, wie die Minions Schaden machen können und so weiter. Aber, dennoch bin ich erstaunt, dass sie so reinhauen. Also mit Hardcore würde ich wahrscheinlich weit kommen. Aber ich bin noch nie gestorben. Das ist auch gut. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich irgendwo eine Quest habe, aber ich sehe jetzt, beide sind hier oben rechts. Und hier tauchen die Geister einfach in mich auf und machen mir Schaden. Ja, aber das Video wird wahrscheinlich jetzt so langsam lange. Deshalb tue ich jetzt so langsam mal stoppen. Die Story kann ich gerne danach mal machen, wenn es wirklich ankommt. Also, dass ich wirklich einen Charakter von 0 auf 40 oder 50 so spiele. Oder noch mehr natürlich, wenn ihr Lust habt. Und ja. Ich bin halt momentan einfach noch neu wieder am Aufnehmen und am Livestreamen und deshalb brauche ich halt ein paar Aufrufe. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen halt etwas sage über Aufrufe und so. Aber ich möchte dem Trend nachgehen und das ist natürlich schon so, dass ich halt dann ja, auch gerne viel lieber Spiele spiele, die auch gut ankommen. Und ich freue mich bei
Last Epoch wirklich viel zu machen. Aber jetzt habe ich wieder weniger FPS. Also ich muss schauen. Also ihr dürft gerne Tipps geben, wie ich die Einstellungen schrauben soll. Ich habe jetzt nicht alles auf Maximum noch schon. Also Medium ist Helligkeit sowieso. Muss Medium sein. Dass ich hier irgendwie Shadow und die Anti-Aliasing auf aufstellen muss, damit ich irgendwie ja, also wer da Tipps hat, ich schreibe es nochmal in die Kommentare. Darf mir gerne da ein bisschen beim Einstellen helfen. Machen wir hier gerade noch kurz die Quest. Genau, das ist Skorpion, der Elementarschaden scheinbar macht. Die Nova hat irgendwie ganz kleinen Radius, obwohl ich schon 2 Punkte in Radius gesetzt habe. Ja, das macht die Good Mins, kommen schon Schaden, aber ihr seid dicke. Das ist gut. So, und die Quest ist vorbei. Ja. The Quest is over. Dann, ja, viel Spaß mit anderen Dingen. Und ja, es kommen also mehr Videos zu Last Epoch, wenn es euch interessiert. Und dann bin ich mal gespannt. Komm, wir machen das Level noch kurz. Ja, wenn da Gegner wären. Ja, ich bin jetzt gerade am Physical Damage hochschreiben, glaube ich. Und das ist das ganze Damage. Und Nahkampfschaden, glaube ich, einfach. Ach komm, Level up. Ja, weil auf YouTube bekommt man eigentlich nicht mehr so viele Aufrufe, wenn man nicht ein bisschen sagt, ja, wenn es euch gefällt und so. Oder einfach dem Trend nachgeht. Und ich bin langsam so ein bisschen gezwungen dadurch. Also Axe and Claw. Melee, doch Physical, also Melee Physical Damage. Ja, das brauche ich auch. Ah, und jetzt Ascent to Beastmaster. Sehr gut. Poison Damage brauche ich nicht unbedingt. Ja, nochmal Damage. Ich wollte eigentlich hier das Circle of Life noch nehmen. Aber ja, ich brauche keine Health on Kill. Irgendwie muss ich. Ah ja, Armor Point Penetration muss ich nehmen zuerst. Genau. Okay. Ah, und dann das. Ja, dann habe ich den dritten Wolf sozusagen. Ja. Sehr gut. Dann können wir gleich auch. Nein, noch nichts killen. Okay. Aber Armor Shred. Und jetzt habe ich ja weggeklickt. Hier, da möchte ich doch noch ein bisschen mehr auf. Das ist das AOE auch. Ah, wegen Attack Speed, genau, muss ich das nehmen. Okay. Ja, viel Spaß eben mit anderen Dingen. Und ich mache heute wahrscheinlich wieder le mehr Livestreams. Einfach mal bei twitch.tv/DragoBasis schauen. Und ja, ich habe einen Discord-Server. Könnt ihr auch noch nachschauen. Bis dann. Tschüss.